Aktienoptionen, Future-Optionen, all das gehört ja hier in unseren Kanal Optionsstrategien TV. Aber was sind eigentlich Futures? Aktien kennt jeder, aber was hinter Futures steht, das wissen gerade Neueinsteiger oftmals nicht. Und deswegen starten wir hier mit einer neuen Serie rund um das Thema Futures. Ich habe schon mal vor längerer Zeit in einem anderen Video eines meiner gern gemachten Bücher aus dem Jahr 2015 gezeigt. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, das war dieses Buch Futures. Habe ich letztes Jahr mit dem Sommerurlaub gehabt, war sehr, sehr schön zu lesen. Wir machen euch auch nochmal den Link unten drunter. Und wie ihr wisst, wir hier bei Optionsstrategien handeln ja sehr, sehr viele Future-Optionen. Also das Buch, was ich 2011 geschrieben habe, da ging es nur ausschließlich um Future-Optionen. In unseren Coachings machen wir viel mit Future-Optionen. In unserem Börsenbrief geht es sehr viel um Future-Optionen. Bekannter sind aber eigentlich Aktienoptionen. Also alle Welt handelt Aktienoptionen und die wenigsten handeln Future-Optionen, obwohl Future-Optionen sehr, sehr viele Vorteile haben. Und der Grund ist, glaube ich, der Grund ist einfach der, dass viele gar nicht so richtig wissen, was sind denn diese Futures überhaupt? Und deswegen will ich euch in den nächsten Videos einfach mal ein wenig die Welt der Futures näher bringen. Ich selbst komme ja auch aus dem Future-Handel, ich habe damit angefangen und Futures sind an sich nicht kompliziert. Heute will ich euch mal einen kurzen Überblick geben, was ist denn überhaupt so ein Future? Und in den nächsten Videos gehen wir dann mal so auf einzelne verschiedene Futures ein und ich werde mal ein paar Sachen zeigen, die ihr sonst vielleicht noch nicht kanntet oder noch nicht wusstet. Also, wenn wir eine Aktienoption handeln, dann wissen wir, diese Option bezieht sich immer auf jeweils 100 Aktien. Und ob nun diese Option 2 Tage Restlaufzeit hat oder 2 Jahre, spielt keine Rolle. Es ist immer wieder die gleiche Aktie, auf die sich diese Option bezieht. Was ist aber eigentlich das Underlying bei einer Future-Option? Future-Optionen, das können wir uns an der Stelle schon mal merken, haben immer ein Bezugsverhältnis von 1 zu 1. Das heißt also, eine Option bezieht sich auf einen Future. Aber was ist jetzt so ein Future überhaupt? Dazu muss man wissen, es gibt an den Rohstoffmärkten, so war es zumindest früher, weil daher kommen die Futures eigentlich, gab es immer den sogenannten Kassamarkt oder auch Spotmarkt genannt. Kassamarkt, das bedeutet, du möchtest irgendeinen Rohstoff jetzt erwerben, also beispielsweise Gold. Also gehst du hin und sagst, okay, hier ist das Geld, ich möchte Gold und dann bekommst du dein Gold. Das heißt also, die Erfüllung dieses Geschäfts, Bezahlung und Lieferung erfolgt sofort jetzt in dem Moment am gleichen Tag. Bei einem Future dagegen ist es so, dass die Erfüllung dieses Geschäfts, nämlich die Bezahlung und Lieferung, in der Zukunft erfolgt. Deswegen auch Future, Zukunft. Das kann jetzt sehr kurz sein, also auch nur wenige Tage. Das kann aber auch teilweise bis zu 10 Jahren in die Zukunft gehen. Also es gibt einige Futures, wie beispielsweise Erdgas, die man eben sehr, sehr lang im Voraus handeln kann. Wir haben euch hier nochmal eine kleine Grafik aufbereitet, wo ihr seht, wie das in etwa zu verstehen ist. Merkt euch einfach Folgendes. Ein Future ist ein Termingeschäft. Termingeschäft ist nichts anderes, sondern sagt nur, es ist ein Geschäft, was zu einem bestimmten Termin gemacht wird in der Zukunft. Und wenn man es mal ganz herunterbrechen will, dann ist ein Future eigentlich nichts anderes als eine Wette auf steigende oder fallende Preise eines Underlyings. Und das Underlying, das ist eben in dem Fall beispielsweise ein Rohstoff, also Gold, Öl, aber auch sowas wie Getreide, wie Fleisch, wie Kakao, Kaffee etc. All das sind Rohstoffe, die man mit Hilfe von Futures handeln kann. Es gibt natürlich mittlerweile viele, viele andere Futures auch. Also angefangen hat das alles, kann man auch hier in diesem Buch sehr schön nachlesen, hat das mal mit so Dingen wie zum Beispiel Hühnern oder Zwiebeln oder Eiern. Heutzutage hat man eben andere Dinge, also es gibt zum Beispiel auch Futures auf Zinsen, es gibt Futures auf Währungen, auf Aktienindizes und auch so ganz exotische Sachen, wie beispielsweise Gewürze. Es gibt in Indien mehrere Terminbörsen, wo Gewürze gehandelt werden oder in Indonesien. Man kann auf Wetter-Futures abschließen, also wie wird die Entwicklung des Wetters und so weiter und so fort. Kann man viele Sachen machen. Wir bleiben bei den Standardsachen, also das heißt Rohstoffe, Zinsen, Währungen, Aktienindizes. So, wichtig ist einfach, dass ihr versteht, dass sich eine Option immer auf einen, die sich auf eine Future bezieht, nicht zwangsweise immer auf den gleichen Future bezieht. Das heißt also, wenn ihr eine Option habt, die beispielsweise
30 Tage Restlaufzeit hat, dann ist das nicht das gleiche Underlying, also der gleiche Future, wie wenn ihr beispielsweise eine Option habt, die noch ein Jahr Restlaufzeit hat. Das hängt mit der sogenannten, oder das, da gibt es dann auch diesen Begriff Terminstrukturkurve. Das werde ich euch in einem anderen Video noch mit erläutern. Wichtig ist nur, dass ihr versteht, dass es eben hier verschiedene Futures gibt, auf die Optionen zugreifen. Also du kannst beispielsweise eine Öloption handeln auf einen April-Future, auf einen Mai-Future, auf einen Juni-Future und so weiter und so fort. Und das ist jetzt vielleicht für einige schon wieder, die sagen, oh, das klingt aber kompliziert. Ihr werdet aber in den nächsten Videos sehen, das ist nicht kompliziert. Im Gegenteil, wenn man es einmal verstanden hat, ist es sogar relativ simpel. Und Future-Optionen, das werde ich euch zeigen, bieten eben eine ganze Menge Vorteile gegenüber den Aktienoptionen, gerade auch für den Privatmann, weil, das kann ich an der Stelle, greife ich schon mal ein bisschen vor, ihr könnt mit Future-Optionen deutlich kostengünstiger handeln als mit Aktienoptionen. Ihr habt geringere Margins, ihr habt geringere Gebühren. Wieso, weshalb, warum? All das in den nächsten Videos. Jetzt bin ich auf eure Mitarbeit ein bisschen angewiesen, auf eure Unterstützung, auf eure Hilfe. Wie sind eure Kenntnisse über Futures? Was interessiert euch? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Habt ihr also schon mit Futures gehandelt? Was interessiert euch? Wollt ihr wissen, wer sind die großen Player am Markt? Wollt ihr wissen, wie die saisonalen Muster funktionieren? Wie gut kennt ihr euch schon mit den Terminstrukturkurven aus? Welche Futures interessieren euch besonders? All das schreibt ihr mir bitte in die Kommentare und daraus mache ich dann hier eine ganze Serie. Also wir werden das komplette Feld der Futures und natürlich der dann daraus abgeleiteten Futures-Optionen hier abdecken, so damit ihr einfach auch in Zukunft ein bisschen besseres Verständnis habt für das, was wir da handeln, damit ihr das auch handeln könnt, damit ihr einfach auch mit Future-Optionen Geld verdienen könnt an den Märkten. Das war's für heute mit dem kleinen allerersten Einstieg in die Welt der Futures. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg an der Börse. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.